Jump. Es geht folgendermaßen darum, ich warne euch schon mal vor, ich habe ja angefangen gestern wieder hochzuladen, so, jetzt bin ich auch im Spiel drin. Und wir sind jetzt hier bei der Busan-Kessel-Kampagne, seht ihr wahrscheinlich auch, wenn ihr das gesehen haben solltet, bei Wargame. Und zack, da sind sie gleich alle direkt. Quatsch. Ist kein Napoleon Total War. Das sagen wir gleich schon. Ja, ich habe schon ein bisschen weitergespielt, die Kampagne. Mit ein bisschen meine ich, ich bin ungefähr jetzt 6 Videos. Dieser Zeitpunkt ist jetzt ungefähr 6, 7 Videos Folgen voraus, wo wir jetzt sind. Aber ich habe mir überlegt, wir können es ja trotzdem im Livestream spielen. Vielleicht können wir es sogar beenden. Also ich werde wahrscheinlich noch Livestream bis. Wann haben wir es denn jetzt? 2, 3 Stunden werden es bestimmt noch. Könnte ich mir vorstellen, auf jeden Fall. Und ja, wie ihr seht, großes Wunder. Wir haben hier Busan weiterhin verteidigt, haben die Sektoren freigehalten, relativ viel besiegt. Ja. Wir sind mit den Amerikanern, die Folge habe ich, bin ich gerade am Rendern, tatsächlich, da eingefallen. Ich muss gerade noch mal wegen der Licht gucken. Ne, Licht passt auch. Okay, so. Sind hier eingefallen. Haben in einem harten Kampf die ganzen Leutchen hier besiegt. Und jetzt habe ich mir quasi gerade überlegt, was machen wir jetzt? Also wir haben hier in mehreren Schlachten Seoul eingenommen. Ich glaube, es waren 3 Schlachten. 2 Angriffe, eine Verteidigung. Werdet ihr auch alles sehen. Mit amerikanischen Streitkräften. Die sind eigentlich ganz cool. Ziemlich stark auch. Generell alle Einheiten in diesem. In dieser Kampagne sind von uns ziemlich stark, ja. Also, finde ich schon. Also, wir haben nicht so billig Scheiße. Also, so für keine Panzer für 10 oder so ein was. Also, naja, da werden wir, vielleicht, wenn wir sollte so weit kommen, dass wir sogar noch die nächste Kampagne anfangen oder ein Spiel wechseln. Also, ich habe auch überlegt, ob ich bei Star Wars Empire at War den Grand Admiral Thrawn Mod spiele, weil der ist einer meiner Lieblingsmods und der ist richtig geil. Der ist richtig geil. Und ja, wir haben jetzt hier gerade, also wir sind jetzt an dem Zeitpunkt, wo wir die jetzt hier zurückgeschlagen haben in derselben Runde. Also der letzte Kampf war quasi das Zurückschlagen von denen. Und ich habe mir noch das 13. Marines Regiment habe ich mir geholt. Das sind quasi die Boys hier. Relativ so ein Allround-Regiment. Und so. Gut, und wir werden jetzt hier mit dem Allround-Regiment, werden wir mal ein bisschen hinterher setzen. Ohne Luftsupport, also Air Support oder sonst was. Wir haben hier halt alles drin, ne? Wir haben hier Panzer drin, wir haben hier Unterstützung drin. Oh, hallo Angriffscake. Ja, ich soll den Kater knuddeln. Sehr schön. Was soll hier denn? Wie? Eskalation. Yoshi kriegt noch einen Knuddler von mir. Ah ja. So. Hey, hallo! Mensch, wie viele Leute kriegen wir denn hier zusammen? Das hätte ich ja nicht gedacht. So, kommen wir jetzt mal zum spannenden Teil hier. Ah, sehr schön, dass der Stream lagfrei ist. Der Kater wundert sich gerade, mit wem hier gesprochen wird. Hm? Ah, naja, soll er sich wundern. So, wir müssen hier einen Sektor halten. Zu. Wir kommen jetzt aus einem Sektor und müssen einfach noch versuchen, den zu halten. How about ranked? Nee. Danke. Ich bin schlecht. Ich bin echt schlecht in dem Spiel. Okay. Gucken wir mal. Ja, ich werde auch gleich alle mit meinem Spielstil vergrämen. Ich weiß es ja jetzt schon. Also, viel schlechter kann es für uns jetzt gerade
gerade nichts sein. Ich überlege gerade, wie machen wir das Ganze? Die haben viele Helikopter, die haben aber auch Infanterie und Panzer. Wir müssen nur durchhalten, ne? Es geht jetzt darum, die Moral von denen zu schädigen, aber die haben auch so viele Punkte. Ich weiß halt nicht. Wir können da unten Infanterie reinsetzen, aber bringt uns das groß was? Auch das FOB. Ich weiß nicht, nach wie vielen Minütchen das down sein wird, ne? Ich habe das Gefühl, und hier ist ein Abhang. Ist das ein Abhang? Nee, ist eine gerade Fläche. Okay, wir werden hier eine Hawk reinstellen. Wir werden hier... Ja, wir müssen jetzt ja so handeln. Wir müssen ja... ist gut, wenn man Kuchen mag. Ab und zu ist Kuchen auch mal was Feines. Lass noch nicht zu viel essen, ne? So. Ach, das ist schon wieder ein Cargo zu viel hier. Nehmen wir ein... Dann brauchen wir einen als Ersatz, falls der erste drauf geht, so wie ich es mir nämlich denke. Wir brauchen noch eine zweite Hawk. Die sind nicht sonderlich stark, habe ich das Gefühl. Ich kann aber auch immer falsch liegen, also könnte mich da gerne verbessern. Habe ich gesagt, die sind nicht gut? Scheiße. Das sieht aber besser als nicht gut aus. Verdammte Axt. Ja, die sehen doch ziemlich gut aus. Ich habe nichts gesagt. Ich habe gar nichts gesagt. So, der interessantere Part wird das hier sein. Wir brauchen auf jeden Fall Panzer. Panzer, 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 Panzer. Alle Panzer her, die wir kriegen können. Ach, ich habe keine Aufklärung gesetzt. Okay, machen wir Aufklärer hierhin. Aufklärer dahin. Ah, du hast recht. Ratschläge, wie viel Süßes man essen sollte. Ja, habe ich gemacht und... Nein, ich bin da nicht besser. Ich presse die ganze Zeit nur Süßes. No. Ja. So. Es reicht noch für ein Infanterie-Bataillon. Ach, wieso haben wir da überhaupt... Infanterie an sich drin, das macht doch wenig Sinn. Dann nehmen wir hier das und hiervon noch zwei. Dann können wir nämlich. Man kann sich's kompliziert machen im Leben oder man kann es auch lassen. Der Käsekuchen. Also ich stehe ja mehr auf Torte. Erstmal hier. Oh, verdammt. Ja, den Sektor sichern muss man nämlich nicht. Haben wir ja bereits gelernt. Wo auch immer. So. Okay, wir platzieren die Hawk hier am Waldrand. Der zweite Command kann eigentlich... Oh nein, da kommt es direkt. Oh nein, da geht's direkt los. Das, okay, das können wir schon zurückziehen. Ich hoffe, unsere Hawks schießen. Wir laden hier schon mal alles aus, was wir noch ausladen können. Wir müssen uns jetzt zurückziehen. Da kommen auch schon Cluster-Charges rein. Uiuiuiuiui. Oh nein, der sniped unsere Hawk da hinten. So. Na, dann holen wir doch die nächste rein. Sir, yes, sir.
Wir fahren jetzt mal hier hoch. Oh nein, das war ein Fehler. Okay. Da kommt die erste Hawk. Oh nein. Okay, anders, wir machen es anders. Angriffsmove hier rein. Da raus. Anders. Hier werden sie ein bisschen zernommen, wenn sie reinkommen. Wir ziehen die jetzt hier raus. Aber die werden natürlich hart unter Beschuss genommen. Wir ziehen die in den Wald rein. Oh shit, das war's ja. Clusterbomb. Okay, der kann hier hinten bleiben. Oh nein. So, hier ihr beiden, gebt Gas. Du ziehst dich mal zurück. Und der Panzer ist auch älter. Es ist nicht schlimm, wir müssen nur durchhalten. Nur durchhalten ist die Devise. Der Rest ist egal. Wir können alle Einheiten verlieren. So. Na, die SU-100 werden die ganz bestimmt nicht erwischen. Das kann ich ja auch zurückziehen. Oh, da kommt Verstärkung. Ah, da kommen die nächsten Bomber. Das könnte es mit meiner Infanterie jetzt gewesen sein. Ich habe jetzt nicht gesehen. Ja, er hat in die Luftabwehr reingebombt und die Panzer. Okay, aber die haben nur noch 100 Punkte. Also alles halb so wild. Sagte der in Bedrängnis kommt. Wir hätten noch Artillerie, aber die brauchen wir nicht benutzen. Den hier werden wir noch ein bisschen zurückziehen. Ah, da sind noch Panzer-Raketenwerfer. Süß. Problem ist, die machen ja wirklich ziemlich viel Schaden gegen unsere Infanterie. Frage ist, warum die jetzt hier keine Reinforcements kriegen. Achso, kriegen die, okay. Da kommt der nächste. Oh nein. Blöde Clusterbomber. Ja. Wir kriegen nicht mal viele Punkte für die. Ziemlich traurig.
der einen. Da ist nur ein Mann in dem einen Trupp. Die ziehen wir mal zurück. Oh, Faggots. Infanterie schicken auch noch vorne. Das sind 47 Punkte. Das haben wir easy. Haben nur halt relativ viele Verluste jetzt gemacht. Den hier zum Beispiel noch. Oh, eine Granate konnte er noch abschießen. Gut. So, aber das sollte reichen. Wer will mir hier schon wieder was über Ernährung erzählen, wenn ich sage, man sollte nicht so viel Süßes essen und dann selber behaupten, hier noch Kuchen im Haus zu haben? Ne? Will ich hier nur mal anmerken. Oh nein, da kommt. Oh oh. Das ist nicht gut. Die werden uns fertig machen. Vielleicht haben wir ja. Ne, die US Marines machen die. Scheint doch nicht so gut zu sein, deren Elite-Infanterie. Ja, an dem Todesding, da erkennt man so ein bisschen, dass das Kommandoeinheiten sind. Aber unsere MGs sind irgendwie stärker. Was haben wir denn überhaupt für MGs? Browning oder was das sein wird. 5,566, was ist denn das? GMG, ja. Ja, da steht ja nicht, was das genau ist. Ah doch, eine Mini-Me. Okay, alles klar. Jetzt wird von hinten noch mit den Raketen reingeschossen. Ja, nee, ist klar. Da kommt den einen noch. Den einen werdet ihr ja wohl noch hinkriegen. Das ist ein Mann. Was eigentlich interessant ist in dem Spiel, ein Trupp hat ja einen MG, eine Panzerfaust und ein, also meistens ein MG, eine Panzerfaust und ein normales Gewehr. Und wenn ein Mann stirbt, kriegt automatisch der nächste das. Also selbst der letzte Mann hat noch alle drei Sachen. Das ist recht interessant. So, haben wir wieder ein paar ordentliche Verluste angerichtet. Ja, ich genieße einfach keine Tipps. Ist klar. Wir genießen alle. Aber man genießt nur so lange, solange man auch nicht größeren Bauumfang bekommt. Ich habe durch diese schöne. Ich hatte einen Süßigkeiten-Flash, sage ich mal, letzte Woche. Und ich habe tatsächlich, habe mich heute auf die Waage gestellt. Ich habe fast ein Kilo zugenommen. Ich dachte eigentlich, das Gewicht würde gleich bleiben, aber. Ja. Das sind Details, die wollen alle wissen. Alle. Wollen wir mal überlegen. Hier unten. Können wir den Helikopter noch neu ausrüsten? Nein, können wir nicht. Warum können wir den nicht neu ausrüsten? Ach, weil der keinen Zusammenhalt hat vielleicht? Ach, keine Ahnung. Können die Runde eigentlich schon wieder beenden. Haben nicht mehr viel zu tun. Oh! Major, die Aufklärung hat mich darüber informiert, dass mindestens ein feindliches gepanzertes Regiment in Richtung Seoul unterwegs ist. Ich rate Ihnen, in diesem wichtigen Sektor höchste Vorsicht walten zu lassen.